Hallo liebe Zuseher, ich melde mich jetzt hier direkt aus der Box von HB Racing und stehe mit dem Norbert Ziedler hier zusammen. Ja, Norbert, wie ist es denn heute für dich gelaufen? Ja, heute ist eigentlich relativ gut gelaufen. Die letzten Rennen waren ja nicht so gut bei uns, aber im Training waren wir jetzt auf 6 und 7 und das schaut schon mal besser aus wie morgen fürs Rennen. Ja, und ihr seid ja ein ganz neues Team, startet hier in die erste Saison. Welche Herausforderungen gibt es da für euch? Ja, da gibt es viele. Das Team ist ganz neu aufgestellt, mit neuen Mechanikern ist halt alles neu und da sind wir jetzt für das, dass es eigentlich das dritte Rennen ist für uns, sind wir schon relativ gut dabei. Das haben wir uns nicht ausgerechnet, dass wir jetzt unter den ersten 6, 7 schon drin sind. Gibt es da eine besondere Strategie, die ihr verfolgt für das Rennen morgen und übermorgen? Ja, das Wichtigste war jetzt einmal das Qualifying, dass wir da gut dabei sind. Und im Rennen werden wir natürlich schauen, dass wir da aufs Podium kommen jetzt das erste Mal. Das wäre das Ziel für uns. Ja, und du bist ja ein sehr erfahrener Rennsportler hier. Gibt es denn auch nur die Serie wie im Porsche Cup, die du zu Hause auch verfolgst? Ja, die verfolge ich immer. Da bin ich eigentlich groß geworden im Porsche Cup, im Super Cup. Und das verfolge ich immer natürlich. Da sind natürlich viele junge Fahrer dabei, die was sie beweisen müssen und wollen. Und ja, das schaue ich mir natürlich immer an. Gibt es da einen besonderen Favoriten? Ja, im Porsche Cup, glaube ich, ist jetzt das, im Moment der Müller und der Cairoli, die sind stark dabei. Das verfolge ich natürlich immer. Einen persönlichen Favoriten auch oder wird es dann einfach nach Fahrerwertung gemacht? Nein, das habe ich nicht. Persönlichen Favoriten so viel verfolge ich dann auch wieder nicht. Aber in der DTM drücke ich natürlich dem Lukas die Daumen und dass der vorne mitfährt. Ja, sehr gut. Könntest du vielleicht unseren Zusehern noch kurz erklären, was jetzt hier am Auto noch für morgen für das Rennen gemacht wird? Ja, da wird einmal voll gedankt. Für das Rennen müssen wir einen vollen Tank haben. Dann am Setup wird ein bisschen was verändert. Fahrzeughöhe, Luftdruck wird eingestellt. Stabi wird ein bisschen verändert dann noch und das war es eigentlich dann für morgen. Ja, sehr gut. Lieber Norbert, wir wünschen dir und dem Team natürlich alles Gute für morgen, für das Rennen und natürlich auch für Sonntag. Und vielen, vielen Dank nochmal, dass du uns hier im Empfang genommen hast. Danke, gerne. Super.